Und da sind wir wieder bei einer Runde CSGO Overwatch, mal wieder ohne Facecam, weil ich jetzt von nicht allzu langer Zeit aufgestanden bin und auch gleich los muss und aussehe wie Scheiße. Oh, er hat eine. Habt ihr die Scout gesehen? Was das für ein leckeres Skoltlein war? Nimm die nochmal raus, bitte. Die D-Tour. Die fand ich, oder finde ich immer noch ziemlich nice. Detator. Oh, 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 oh. Was macht er denn da? Kann er etwa, er kann doch nicht durch die, ja, obwohl, sein Mate hat den auf Highway angeschossen. Das heißt, er wusste von der Karte her, wo er steht. Wow, schicker Headshot. Aha, ein weiterer sehr schicker Headshot. Machen wir hier etwa, was haben wir denn hier? Mhm. Da kann man auch gerne mal durchschießen, das ist ja kein Problem. Irgendwie sollte es doch recht klar sein, dass, oh, ich wollte gerade sagen, der letzte auf B ist, aber es ist ja noch einer da und der geht auf A. Seine Mates waren eben auf A, zumindest einer. Und er kriegt sie nicht mit, lächerlich. So, und in der Theorie, genau, müsste er jetzt einfach wegrennen. Aber jetzt hört man den Kerl hinter ihm. Eben hat man ihn gehört. Er muss eigentlich wissen von der... bereits von der, vom Sound her, dass der... Achso, okay, ich wollte gerade sagen, what the fuck, haben wir hier einen Ultra-Fast-Diffuse, aber... ich glaube, er hat schon rechtzeitig angefangen. Ich war zu fokussiert auf den einen Knilch hier. Ja, mal gucken. Er geht jetzt Richtung A. Eben war er noch Mitte B. Scheinbar ist er aber auch nicht der Mittespieler, weil das ist die Nummer 2. Okay, Main könnte gleich was kommen. Und auf Mitte wurde einer genutzt. Das heißt, er muss jetzt ganz genau überlegen, wie er jetzt arbeitet. Er muss jetzt ja eigentlich zwei Spots, beziehungsweise, na, obwohl der Kollege ist ein Squeaky, also doch nur zwei Spots abdecken. Schlimm ist es, wenn man Highway und Squeaky abdecken muss. Dann können sie dir durchgehend in den Arsch schießen, während du Highway guckst. Oder eben umgekehrt. Na gut, umgekehrt nicht zwingend. Squeaky kann man ja von hier rechts decken. Aber ihr wisst, was ich meine. Ist eine ganz blöde Situation. Und darum auch extrem wichtig auf Cash, dass man die Mitte gescheit spielt und auch sofort sagt, wenn man gesmoked ist und so weiter. Weil man sonst ganz, ganz eklig geholt wird. Ich bin nämlich meistens der Spieler, der diese Position hier spielt. Am Forklift. Aha. Er hat echt ein gutes No-Scope-Aim und schießt jetzt hier durch die Wand auf ihn drauf, wobei man durch die Wand durchbangen kann. Also das ist ein bekannter Wallbang-Spot. Und man hat gesehen, dass er nach links gelaufen ist, also hat er den Shot eigentlich verdient. War das jetzt ein... Er hat halt eine Headshot-Rate von 100%. Das ist schon ganz schön krass. Wie viele Kills hat er denn schon gemacht? 4. Naja, okay. Da kann man sowas ja noch machen. Wir schauen mal weiter. Also, vorhin in der ersten Runde, wie gesagt, war ein bisschen merkwürdig, dass er den hinter sich nicht gesnackt hat. Vielleicht hat er aber einfach nicht gehört, weil sie gerade in-game getalkt haben. Wisst ihr, man könnte da Richtung... absichtliche Davonlaufung plädieren und dann eben sowas sagen wie, ja, der hat mit Absicht eben den nicht gesehen oder gehört, weil er uns damit zeigen wollte, dass er auf keinen Fall Warlock hat und den nicht davor auch schon gesehen hat. Ja, schießt noch einmal durch, komm. Ja. Also seine Wallbangs sind schon echt nicht schlecht, er kennt die Spots hier. Wow, aber im Laufen, diesen No, also ich meine, das ist dann mehr als Lucky, oder? Er hat ihm Im Laufen hat er ihm einen Shot gegeben. No-Scope. Jetzt schmeißt er die Waffen weg. Geht er schon so ein bisschen Richtung Grief, wobei seine Leute alle noch... Nee, einer ist down. Kann man hier auch das Geld sehen? Ja, man kann auch das Geld sehen. Ah, ich weiß nicht, ob das so klug war, die Waffe wegzugeben. Wahrscheinlich hat jeder eine Waffe, aber ihr wisst, was ich meine. Er hat es wahrscheinlich aus Vorsicht gemacht, weil er nicht wollte, dass wenn einer auf den Spot kommt, dass er dann die M4 hat, weil er dann mit der Scout natürlich schlechtere Chancen hat. So, wenn er klug ist, macht er hier ein paar Wallbangs, genau. Ich wurde hierdurch auch schon ein paar Mal gewallbangt, aber ich stand dann hier, wo er steht. Und ich war halt laut, ne? Und auf einmal schießt der AWPler durch diese Wand auf mich. Also es könnte eine recht hohe Elo sein. Wobei ich jetzt auch nicht großartig weiter nach seinen Movements und so weiter geguckt habe. Oh. Ich finde es ein bisschen übertrieben, wie er... Das ist ein... Er will diesen Flick. Kann es sein, dass er ein extrem High-Elo-Spieler ist und die Gegner nichts? Weil wer stellt sich so hin, bitteschön, und versucht da so rumzuflicken? Ich meine, das wäre mehr als auffällig, so von wegen, ja, ich versuch's einfach, als wenn er ihn versucht hätte zu knifen, so ungefähr. Er hat ja noch nicht mal die Pistole gezogen, um das schnell zu beenden. Oder um zu versuchen, das schnell zu beenden. Naja. Dass er jetzt direkt da hochgezogen ist, ich weiß nicht. Er konnte ihn, glaube ich, noch nicht sehen. Er schießt und fliegt dabei hoch und währenddessen wird er dann angeschossen. Also er konnte eigentlich nicht... Er konnte ihn nur vermuten, da drin. Da hat er eben auch Damage gefressen durch die Wand.
Schwierig, echt schwierig. Seine Headshot-Quote ist halt einfach zu krass, ne? 100% Headshot-Quote. Hat er jetzt noch ein paar Kills nachgelegt, oder sind es immer noch 4? Ja, okay, es sind immer noch 4. Dann, wie gesagt, dann ist es möglich. Also ich habe auch schon in der ersten Runde 2, 3 Headshots gemacht mit der USP und dann hat in der nächsten Runde auch noch einer und dann hat man die 100%. Jetzt steht da, wahrscheinlich muss er sich verteidigen gegen Anschuldigungen. Oh, okay. Es könnte sein, dass er einen Grief gedrückt bekommen hat, weil die Mates regen sich schon auf, dass er da AFK rumsteht. Es steht aber auch erst 4-1, also... The Donkey. Los, mach was! Also 4-1 hält sich ja noch in Grenzen, da ist es dann nicht so ultra tragisch, wenn mal jemand AFK rumsteht, aber an sich ist das eine... Das ist, ja, anti-competitive und anti-social, wenn man nicht mitspielt, sondern einfach stehen bleibt. Das ist dann irrelevant, ob es durch äußere Einflüsse passiert oder weil man jetzt eben am Schreiben ist, dann ist es sogar noch schlimmer, wenn du aktiv dich selbst eben griefst. Oder das Team griefst, meine ich. Weil du... Ich weiß nicht, Monsieur. Ich weiß nicht. Vorhin der Headshot durch die Wand, der ging ja noch. Aber er hat gerade eben dem einen fast einen Headshot gegeben. Und dann dem anderen auch nochmal. Also dem anderen jetzt sogar richtig eingegeben. Ich denke, da haben wir entweder einen Wallhack oder einen Aim Assist. Ist echt ein schwieriger Fall. Wie gesagt, wenn man auf der High Elo, also wenn man recht gut spielt, ich sage jetzt mal, wenn man auf so Supreme ist vielleicht, dann kennt man wahrscheinlich auch durch diese lange Spielzeit diverse Wallbang-Spots. Aber er ist dann so oft drauf gelockt, man. Habt ihr es eben gesehen? Er geht so um die Ecke und war halt zufällig auf ihm drauf. Klar, sowas kann mal passieren. Er ist immer noch bei 100% Headshot-Rate. Es wirkt, glaube ich, schon nach einem... Es sieht schon nach einem Wallhack aus. Also eben wie er pre-gamed hat auf dessen Kopf. Obwohl. Der ist gelaufen, er kann ihn hören. Er ist ein guter Spieler, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und somit weiß er auch natürlich, wo Kopfhöhe ist. Das sollten wir alle wissen. Wo unser Crosshair am besten sein sollte. Und dann kann man genau solche Headshots, die gerade frisch um die Ecke kommen, auf jeden Fall machen. Ich bin echt gerade ein bisschen am Verzweifeln, weil ich mir sehr unsicher bin. Der ist ihm auch voll reingerannt, ne? Der ist ihm wirklich reingerannt. Aber es könnte sein, dass er ein Warlock hat und damit versucht, auf Legit zu spielen. Seine Flicks sitzen halt echt ultra krass. Er hat immer noch 100% bei 7 Kills mittlerweile. Ich meine, mit jedem Kill mehr wird es schwieriger, diese 100% zu halten. Also ich bin mir schon zu über 50% sicher. Gerade das eben gesehen, wer kurz gelockt hat. Er guckt so und bleibt kurz so stehen. So und geht dann weiter rüber. Ich kann leider nicht zurückspulen. Es ist einfach so schwierig, weil es Wallhack und Aim Assist mäßig immer mal wieder so kleine Anzeichen hat. Aber es nie wirklich eine feste, überzeugende Geschichte gibt. Wow, schon wieder ein Headshot. Also er ist hier nur am Drücken. Aber sein Aiming ist halt auch echt nicht schlecht, ne? Er aimt jetzt nicht wie so ein Lurch. Guck mal, er aimt wirklich schön auf Kopfhöhe. Er weiß halt so richtig sicher, dass sie von da und dort kommen. Das ist schon irgendwie merkwürdig. Es steht übrigens gerade 4-4. Wann haben die denn eben aufgeholt? Haben die letzten paar Runden alle gewonnen? Das habe ich gar nicht gemerkt. Er drückt schon echt ziemlich krasse Headshots. Mal gucken, was er jetzt macht, aber... Ja, Mitte wurde gesichtet, ne? Ich bin mir komplett unschlüssig, das ist scheiße. Er hat entweder Wallhack oder Aim oder vielleicht sogar beides, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Deswegen kann ich ihm jetzt auch, wenn es vorbei wäre, kann ich ihm nichts drücken. Aber es sieht einfach zu krass aus. Er weiß, die Prediction ist der Hammer bei ihm. Die Prediction ist einfach der Hammer. Aber es ist auch irgendwie logisch. Der wurde das letzte Mal auf kurz vor Set gesehen. Er ist nicht mehr zu sehen. Oben, der eine guckt dann dauernd runter in, eben Mitte runter. Ihr wisst, wie es heißt. Verdammte Scheiße, Highway. Und er ist nicht sichtbar. Somit kommt er wahrscheinlich zu einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit, kommt er eben von K oder er läuft außen rum und kommt von Main oder sowas, wenn er überhaupt noch genug Zeit hatte. Also war dieses Pre-Aim auch wieder vollkommen in Ordnung. Dahin hätte ich auch geaimt, um dann abzuwarten, ob er kommt. Er hat jetzt halt bei 8 oder 9 Kills, die er insgesamt gemacht hat, eine Headshot-Quote von 100%. Aber ich weiß echt nicht, was es war. Ich glaube, dass eins von beiden, also wahrscheinlich eher noch Aim Assist, sondern eher Vision Assist, weil er... Obwohl, nee, aber die Sachen waren entweder durch Sound immer erklärbar, also machbar, oder durch Gegnersichtungen und dann eben durch Brainplay, woher er dann wohl als nächstes kommt, machbar. Der eine Shot durch den... bei Squeaky durch die Tür, oder durch die Wand, meine ich, war
War auch recht legit, weil man hat ihn nach left laufen sehen. Da ist nur ein sehr kleiner Raum dazwischen. Ich meine, er hat zweimal hingeschossen und beim zweiten Mal getroffen. Anzoomt, einfach drauf geballert. Den Spot habe ich euch ja auch in dem Wallbang-Tutorial gezeigt auf Cache. Und ja, das eine war halt ein bisschen fishy, ne? Wo er unten bei der Ding stand, wo er bei City stand und durch das Tor in Vents reingeschaut hat. Da hat er einem fast einen Headshot gegeben, der noch ganz auf der anderen Seite war von dem Vent-Room. Und dem anderen halt ziemlich gezielt die Fresse poliert. Aber ich weiß leider nicht genau genug, da bin ich mir echt nicht sicher. Ja, ich fand, er hat insgesamt doch recht gut gespielt. Also sein Aiming und sein Movement waren nicht schlecht. Deswegen können diese Shots auch hinkommen. Aber ich hätte mich doch wirklich, ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht einmal nur einen Körpertreffer macht und nicht noch einen Headshot. Weil dann wäre es nicht so, ihr wisst, was ich meine. Aber leider kann ich hier nicht zurück. Ich bin mir einfach zu unsicher. Man muss ja hier 100% confident sein. Und deswegen muss ich ihn gehen lassen. Ich hoffe für ihn, dass es wirklich jemand war, der einfach nur sehr gut war und dann vielleicht noch 2, 3 Luckshots hatte, an die man ja niemals vergessen darf. Und dann passt es. Und da war jetzt einfach nichts, ja. Naja, Leute, so, gedriggelt, gepickelt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ratet schön mit und schreibt mir die Kommentare, was ihr gemeint habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.